Yo, what's poppin' YouTube? It's your boy Misha, aka Bosco Genetics. Und Low Carb Day, es ist 6 Uhr und ich habe erst Frühstück gegessen. Glaubt ihr das? Ich bin jetzt um 10 Uhr aufgestanden und seither habe ich eigentlich nur einen Energy Drink getrunken, bin danach ins Cardio gegangen und habe vorher gearbeitet. Also es ist richtig krass, ich habe das noch nie gehabt. Vor allem bei gestern High Carb Days, normalerweise sterbe ich immer nach den High Carb Days, aber heute überhaupt kein Appetit, das ist ganz speziell. Und das ist Shirataki Time, Teil 2. Jetzt momentan hier gerade mal Blumenkohl am fertig machen, 680 Gramm. Und heute mache ich die Fettuccini, das sind jetzt ein bisschen die dickeren. Letztes Mal habe ich ja die Spaghetti gemacht, also beziehungsweise die Nudeln. Jetzt, das hier ist eher so Pasta-Style. Und ich bin extra in einen Feinschmeckerladen gegangen und habe mir eine richtig geile Sugo Toscana gekauft, eine richtig edle. Ist jetzt von daher mit 2 Gramm Carbs oder so auf 100 Milliliter oder 100 Gramm voll legitim. Und das gibt es jetzt mit dem Blumenkohl, passt nicht super zusammen. Dazu mache ich noch ein Wildlachsfilet. Kann mal zeigen, wie das aussieht. Habe ich das heute in Aktion gekauft. That's it. Wildlachs, der fettfreie Lachs, der in meinen Augen bessere Lachs. Und ja, das gibt es jetzt alles zusammen. Und danach gibt es wieder Geschmackstest, also ich muss jetzt hier mal ein bisschen kochen und ich melde mich gerade. Polska Genetics, Hardcore Natural Bodybuilding and more. So, was man natürlich nicht fehlen darf, ist noch ein bisschen Basilikum, habe ich jetzt noch ein bisschen reingeschnibbelt. Und sonst mische ich das Zeug jetzt mal hier durch und lasse es dann ein bisschen ziehen und köcheln. Was ich jetzt auch noch reinwerfe in dieses Pasta-Zeug, weil ich es gerne scharf mag, ist Pili Pili. Das kennen die meisten jetzt wohl nicht. Das sind so ganz kleine Chilischoten. Muss mal schauen, das habe ich schon sehr lange. Haltbarkeit August 2013. Muss ich auf jeden Fall jetzt brauchen. Ist gerade abgelaufen. Aber das sind so kleine Schoten und das ist wirklich verdammt scharf und damit mache ich das Ganze noch so ein bisschen spicy. Ah, noch was, Leute. Rezepte. Frag mich bitte nicht immer nach Rezepten, weil ich koche nie nach Rezept. Ihr seht das jetzt hier, das ist jetzt völlig Freestyle, was hier abgeht. Ich habe hier Blumenkohl, 580 Gramm, habe ich einfach spontan abgewogen. Ich schaue natürlich immer, dass ich im Voraus etwa das auskalkuliere. Hier sitzt der Lachs am Braten, langsam aber sicher. Den ziehe ich dann natürlich noch die Haut ab, die esse ich nicht. Und hier sind jetzt die Shirataki-Nudeln mit der Soße am Köcheln. Und das ist kein Rezept oder so. Also wer braucht heutzutage noch Rezepte, Mann? Wenn ihr da wirklich was Spezielles machen wollt, okay, aber so denke ich eigentlich, sollte das auch klar gehen. Mischt einfach zusammen, was ihr gerne habt, esst es und fertig, oder? So, ich warte jetzt mal noch ab und dann zeige ich euch das gesamte Meal. Vielleicht noch kurz zum Lachs. Ich würze den immer mit Dill, das ist mein Lieblingsgewürz. Und mit dem hier jetzt heute, das ist so Fisch. Fischgewürz, hat noch so Zitronenschale drinnen so. Lachs immer auf sehr niedriger Temperatur, immer zugedeckt. Ich habe ihn jetzt schon aufgedeckt, weil er schon ziemlich durch ist. Und dann wird er richtig gut, er darf nicht zu trocken werden. Hier ist jetzt die Pasta, die ist eigentlich jetzt fertig, ist gut eingezogen. Shirataki Pasta. Und den Blumenkohl bin ich hier schon am Mampfen, weil ich einfach verdammt Hunger habe jetzt. Und ja, wir machen jetzt Shirataki Geschmackstest. Bleibt dran. So, Geschmackstest, bevor ihr euch fragt, wieso ich mich jetzt abgezogen habe, das ist nicht, um euch meine Form zu präsentieren, sondern einfach, weil Tomatensauce verdammt kleckert und das ziemlich schnell mal passiert. Also ihr seht jetzt hier, sieht aus wie ein Pastateller, Soße ist jetzt schön eingezogen, ist ein bisschen wässrig geworden jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt die Soße war oder ob jetzt einfach die Shirataki's das nicht so gut aufgesogen haben. Ich mache jetzt den Geschmackstest zuerst mal. Da muss noch ein bisschen Salz rein. Also vom reinen Gusto her. Muss da noch ein bisschen Salz drauf. Schön scharf von dem Pili Pili. Aber rein jetzt wieder von der Konsistenz her, fällt es hier jetzt bei den dickeren Nudeln ein bisschen mehr auf. Das ist natürlich nicht wirklich 100% normale Pasta ist. Aber auch hier wieder, also ich finde es genial.
Shirataki, fast keine Kalorien, beziehungsweise in die 12 oder 13. Und jetzt mit dieser genialen Soße hier, frische Tomaten praktisch aus Italien, habe ich hier wieder ein super Menü. Hier noch mein Lachs. Kalorien müsste ich jetzt gerade mal schnell noch ausrechnen. Ich habe jetzt das noch nicht hinzugefügt, beziehungsweise die Soße noch nicht hinzugefügt, aber mit dem Lachs, dem Blumenkohl, ist das jetzt natürlich ein bisschen eine aufwendigere Mahlzeit. Dürfte sich etwa auf 400 Kalorien belaufen, vielleicht 450. Immer noch sehr wenig. Und ja, ich esse jetzt, Jungs. Ich habe fast keine Geduld mehr hier zu warten. Nächstes Video wird wohl den Shirataki Rice sein. Den mache ich dann vielleicht so teilmäßig mit Curry oder so. Gebt mir mal Vorschläge, was ihr noch sehen wollt. Und ich werde schauen, dass ich da noch was zaubere für euch. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen, Jungs. Bitte like dieses Video. Wäre geil, wenn ihr das regelmäßig machen würdet für mich. Und bis zum nächsten Mal. Peace the fuck out.